Sollten wir mal alles unterkriegen, was wir noch haben. Die sind alle leer jetzt. Ja, gut. So, und dann können wir die Leeren alle ins System schmeißen. Wo war sie denn? In den letzten Zügen. So. Und Bums. So, gleich noch einer weg. Gut. Also, zack. Alle leer. Die Vierer, alle leer. Einser sind leer. Leer, leer. Leer, leer. Wunderhübsch. So. Machen wir mal kurz das ganze System zusammengefasst. Ah, sehr schön. So. Ein Flüssigspeicher. Bums. Gib ihm. So, mal gucken. So. Ja, so muss das rennen. Die Siliziumdrucker müssen absaufen gleich. Ah, jetzt hat er schon mal einen zweiten Drucker bestückt. Gleich kommt der dritte. Ich liebe dieses Crafting-System. Saugeil. So macht Craften richtig Spaß. So. Oh. Die Anlagen sind alle voll. Geil. Ja, Wachstumskammer ist natürlich auch flotter, dadurch, dass es jetzt drei sind. In eine passen 27 Stück auf einmal rein. Hm. So, Siliziumdrucker sind alle voll bestückt. Ja, so macht Crafting Spaß. So, wie sieht's denn aus hier? Also können wir ja mal hier nachschieben. Ja, das war mir klar, der rennt wieder weiter. Ah, okay, haben wir noch eine Flüssigkeit, wo wir nicht haben? Gut. Ja, es ist hauptsächlich Osmium, was wir tatsächlich drin haben im Moment. Ich will das Ganze ja noch weiter ausbauen. So, ja, Molten Osmium, das haben wir zu Tonnen drin. 175.000 Eimer. 176. Ja, da geht was. So. Ja, die sind alle vier noch am Rumballern. Gut. Ja, das dauert jetzt noch ein Stück. Gut. Aber ich schreibe da halt auch, wie gesagt, mit Vieren parallel rein. Also das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ja, da fällt mir aber gerade ein, warte mal. Das könnten wir nochmal eine ganze Stange beschleunigen. Entschuldigung. Ja. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Das können wir nochmal eine ganze Stange beschleunigen. Ja, so, warte mal. So. Müssen wir die kurz rausmopsen. Achso, warte mal. Hier, so. Müssen wir die kurz alle reinschmeißen. Da. So. Ja, da zaubern wir jetzt. Zaubern wir mal kurz. So, ich nehme jetzt mal alles, was ich an Tanks habe. Du bist. Nee, Gas. Gas geht nicht. Gastank. Nee, Gas geht leider nicht. So. Ach, da schuppert ihr immer noch nach. Stimmt ja. Da war ja was. Das hat man doch aber alles auf den Platten drauf. Okay. Ich war mir sicher, das war das auf den Platten drauf. Warum? Raff ich jetzt nicht. Okay. So. Der schuppert hier noch weiter rum. Gut. Warte mal, machen wir das mal anders da. Und zwar. Priorität 1 müsste theoretisch die höchste sein. Dann kriegt der 2. So. Theoretisch müsste er jetzt immer erst anfangen, unten rein zu hämmern. Ne, hier füllt er auf. Okay. Also ist 2 höher dann.
quasi. Oder schiebt er da jetzt nur rein, weil die Typen voll sind? Nee. Jetzt führt er alles darauf. Okay, jetzt schieben wir mal hier noch rein. Ja, so wie. So. Jetzt halt nur das Problem. Ich sehe jetzt nicht, was auf den Platten momentan drauf ist. Zum Rausholen der ganzen Sachen. Ist ein bisschen schwierig jetzt. Siehst du, dann war alles schon da drin. Warum das nur auf den anderen Platten war, ist mir ein Rätsel. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warte mal, machen wir mal kurz anders da. Das da. Terminal können wir kurz mopsen. Kabel. Das da und das da. So. So. Ich baue mir da jetzt gerade kurz was hin, dass ich das kurz so rumschippern kann. Oder ans Terminal hin, hallo? Hallo. Irgendwie verschluckt er hier manchmal Items. Zähl das mal live. Hat er mir jetzt weggefressen? Oder habe ich jetzt ein System vor lauter. Nö, weg. Hä? Gibt's doch gar nicht. Weg, hat er verschluckt. Willst du mich verarschen? Was ist denn das? Terminal. Da. Hat er weggefressen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Manchmal. Warum habe ich ja ständig 11,8K gedruckte Schaltkreise im System? Hat er irgendein Rezept hier verrollert oder? Keine Ahnung. So, bauen wir halt neues fertig. Ich bin da schmerzfrei. So. Irgendwo hat er das verhackstückt. Keine Ahnung. So. Ein Laufwerk. Zack. So. Bops. Ich würde das nämlich einfach so machen. So, und jetzt brauche ich mal irgendwas Größeres. Größere Tanks. Da sind schon 512 rein, aber. Ja. Was hätten wir denn an Tanks? Einen richtig großen Tanks, wo richtig was reingeht. Gastank, da gab es auch Fluid-Tanks von. Ja, das sind die. Wie hoch gehen die? Das ist die Frage. Fortgeschritten, Elite, Ultimativ. 112 ist ein Witz. Machen wir es halt weiter über die. Egal. So. Alter. Ach nee, warte mal. Das können wir jetzt ja einfach machen. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So. Flüssigkeitsimporter, so. Was fehlt denn da? Annihilation und Kolben. Annihilationskern, zack. Und Kolben. Zack. So. Ich schraub jetzt einfach kurz einen Importer ran. Hallo? Nee. Wollen wir verarschen? Flüssigkeitsimporter. Wir brauchen einen klebrigen Kolben. Ja, dann machen wir eben einen. Komm. Wir sind ja gar nicht so. So. Beschleunigungskarten. Dann machen wir das einfach so. Ich klebe da jetzt kurz einen Importer ran und gut ist. Ja, jetzt hat er es behalten. Okay. Ich hänge es gleich mal wieder hin, bevor da wieder was verrutscht. Ups, so. Weg, weg, weg. So. Ach, warte mal, das geht jetzt gar nicht so, ne? Der Importer soll sie ins System ziehen. Warte mal. Jetzt hat das andere Terminal auf einmal da. Der will mich da verarschen.
ganze Kabel. Glaubst du, geht das gar nicht? Kann ja nicht die Laufwerke oder was hier rausziehen. Mal einfach mal testen. Ja, jetzt randaliert er kurz, das ist klar. So. Hallo? Achso, ja, das ist... Ich glaube, so geht das nicht. Müsste es irgendwie über einen Exporter dann machen. Ich hätte gern, dass das schneller funktioniert, das Ganze. So. Warte mal, machen wir das mal. Machen wir das mal so. Tank. Dann klemmen wir jetzt einfach mal dazwischen. Gabel. Tank. So. Ein Fluid-Exporter. Da. Bombs. Gib ihm. So. Weil das mit den ME-IO-Portern ist zwar ganz witzig, aber die haben einen entscheidenden Nachteil. Die knüppeln das ME-System ziemlich in die Knie. Deswegen ist das relativ schwierig, das so aufzubauen. So, dann machen wir es einfach so. Kannst du es einfach rausziehen. So. Der Exporter holt ja raus. So, müssen wir dann gerade einmal konfigurieren. Check. So. Exporter. Also, was hat man da drüben? Ja, DT hat man zum Beispiel da. So. Oh. Vergesse es immer wieder. Ich falle immer wieder drauf rein. So. Zack. So, im Importer ist ja egal, was er kriegt. Zack. So. Genau. So, dauert jetzt einen Moment, bis Exporter, Importer sich alle komplett initialisiert haben. So, dann schiebt er durchgehend 8000 daraus. Nimmt das dann weg. Hallo? Ah, da. Ja. Gut. So, dann drehen wir jetzt mal kurz durch. 8 Stück und Importer, so. Halt, du bist der Falsche, den da will ich. Klebriger Kolben. 2 und ein Annihilationskern, so. Boptisch. So, ich baue das Setup jetzt noch schnell auf, oder mache ich eine Aufnahmepause. Ich habe es auch schon wieder länger aufgenommen, wie geplant. Aber wenn man da einmal drin ist, dann hängt man doch ein bisschen fest. So. Zack. Dann schrauben wir das mal noch kurz so rum und so rum. Hier 4 und da 4. So. Schieben jetzt durchgehend 8,1 Eimer raus. Wunderhübsch. Zack. Zack. So. Der da unten wird jetzt lustig. Jetzt mal kurz hier runterarbeiten. Den können wir mal weghämmern, der ist erledigt. So. Da. So, die müssen wir dann auch kurz jeweils konfigurieren, aber das kriegen wir hin. So, zack. Und zack. So. DT-Treibstoff. Wupp. Karten, DT-Treibstoff und gib ihm. So. Muss ich alles kurz einspielen. 13.000. So. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Gut. So etwas umständlich das System, aber dann kriegen wir da ein bisschen mehr durch. So. Zack. Wunderbar. Gut. So, das läuft. Ich lasse die aber trotzdem noch parallel hier hinten mit reinrennen. So, gehen wir mal jedem einen. So, dann hat jeder was zu tun. So. So. Die schieben nach wie vor alle rein. Jupp, passt. So. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Nächste Runde machen wir dann weiter. Ich werde mal gucken, was ich noch ein bisschen offscreen rumbastele. Das war jetzt aber erstmal für diese Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.